das grüne Buch trägt er alles ein, was er wissen muss zu Tieren, ob sie groß sind oder klein. Tief im Wald, ob unter ganz so steckt, die wilde Lichtung Nummer 5, der ist sich entdeckt. Er weiß genau, was euch gefällt. Kommt in den Onyx für die Welt. Das Ding will sich einfach nicht öffnen lassen. Tüftel, was ist mit deinem Fuß? Ich bin schwer verletzt. Es hätte mich fast getötet. Es hätte dich fast getötet? Was für ein S? Na, das Monster in unserem See. Ich wusste gar nicht, dass ein Monster in unserem See lebt. Und ob? Ein gigantischer Killerhummer. Ein Killerhummer? Den könnte ich jetzt eigentlich sehr gut gebrauchen. Der würde meine Dose sicher knacken, aber leider gibt's sowas ja nicht. Und ob? Der Killerhummer hat meinen Zeh gepackt und wollte mich unter Wasser zerren, um mich mit Haut und Haaren zu verspeisen. Das glaub ich nicht, denn erstens gibt es keine Killerhummer, zweitens machen Hummer sowas nicht und drittens gibt's nicht mal normale Hummer in unserem See, denn die leben nur im Meer. Ach ja, und ich habe mir das hier nur eingebildet. Ich sage dir, es gibt Hummer in unserem See und einer davon hat mich angegriffen. Ich sehe ja, dass sich da was gezwickt hat. Aber ein Hummer war das? Ganz sicher nicht. Und ob! Ich habe ihn doch selber gesehen. Es war ein Süßwasser-Killer-Hummer. Sowas gibt es nicht. Und ich werde es dir beweisen. Ich fahre nach Konstanz ins Sea Life. Da kennen Sie sich nämlich mit Hummern aus, hm? Gut, wir werden ja sehen. Wo steckt der denn? Da ist der Hummer. Hey, aber wo bleibt Dennis? Er ist mein Experte und ich bin hier bei den Hummern mit ihm verabredet. Sag mal, Olli, wo bleibst du denn? Oh, hallo Dennis. Ja, das frage ich dich. Ich warte hier schon eine Ewigkeit. Ja, wir wollten uns doch bei den Hummern treffen. Ja, und da sind die Hummer. Olli, das ist kein Hummer, das ist eine Languste. Sieht aber aus wie ein Hummer. Was ist denn da der Unterschied? Dann komm am besten mal mit, dann erkläre ich dir das. Au ja! Sieh mal, Olli, das ist ein Bärenkrebs. Das hier die Languste. Und das daneben ist ein Hummer. Alle drei sind Großkrebse. Und alle drei sind miteinander verwandt. Nur der Hummer hat ein besonderes Merkmal. Ah, ich sehe schon, die großen Scheren. Die Languste hat die nicht. Und der Bärenkrebs auch nicht. Genau. Es gibt zwar noch andere Krebse mit Scheren, aber beim Hummer sind sie besonders groß und kräftig. Ich habe offensichtlich keine Ahnung von Hummern. Kein Problem. Das lässt sich schnell ändern. Wir haben hier zwei verschiedene Arten von Hummern, den europäischen und den amerikanischen. Und ich stelle die jetzt beide persönlich vor. Au ja! Na endlich ein lebender Hummer! Wie konnte ich den nur mit einer Languste verwechseln? Aber... ist das jetzt ein amerikanischer oder ein europäischer? Ein amerikanischer. Amerikanische Hummer leben an felsigen Küsten des Atlantiks in Tiefen zwischen 4 und 50 Metern. Und was machen die so den ganzen Tag? Tagsüber nicht viel. Sie verbringen ihre Zeit in Felsspalten und Höhlen und werden erst nachts aktiv. Nachtschwärmer also? Wie groß können denn amerikanische Hummer so werden? Normalerweise 25 bis 60 Zentimeter lang und 1 bis 6 Kilo schwer. Da sie aber ein Leben lang wachsen und bis zu 100 Jahre alt werden können, gibt es ab und zu auch mal schwerere Burschen. Weißt du was? Ich sehe mir so einen Hummer mal in seiner natürlichen Umgebung an. Die meiste Zeit verbringen Hummer zu Hause in ihrer Felsspalte oder Höhle. Wenn es dort mal eintönig wird, geht der Hummer spazieren, erkundet die Gegend und verschwindet dann wieder in seiner Höhle. Sag mal, wohnt dein Hummer immer in derselben Höhle? Braucht er nicht mal einen Tapetenwechsel? Also zieht er auch mal um? Hummer sind sehr standorttreu. Sie bleiben sehr lange an einem Ort und erkunden von da aus die Umgebung. Mit einer Ausnahme. Aha, also doch ab und zu ein Tapetenwechsel.
Im Winter ziehen sie sich in tiefere Meeresregionen zurück. Sie haben also einen Winter- und einen Sommersitz? So kann man das sagen. Und jetzt ziehen wir um, und zwar zum europäischen Hummer. Gerne! Also Dennis, einen Hummer sehe ich hier aber nicht. Ja, er ist ein bisschen scheu und versteckt sich gern. Aber ich kenne einen Trick, wie er ganz sicher herauskommt. Ah, der Hunger treibt den Hummer heraus. Du Dennis, wenn ich mir den so ansehe, kann ich keinen Unterschied zum amerikanischen Hummer erkennen. Naja, der hier ist vielleicht etwas blauer. Ja, aber daran kann man sie nicht unterscheiden. Es gibt auch blaue amerikanische Hummer. Aber was unterscheidet sie dann? Die Größe. Der europäische Hummer wird nur halb so groß wie sein amerikanischer Verwandter. Aber er hat ebenfalls dicke Scheren, wie der amerikanische Hummer. Die scheinen ja für einen Hummer enorm wichtig zu sein. Wofür braucht er die wohl? Vielleicht zum Kämpfen? Nur selten wird ein Hummer grantig. Doch dann drückt und schubst er nach Leibeskräften. Auch die Scheren kommen zum Einsatz. Zack, da hast du eine. Ringfrei für diese beiden Boxer. Der hat gesessen. Hin und her geht das wilde Kräftemessen. Am Ende gibt der Schwächere nach und zieht von dannen. Ein ganz schönes Geschiebe. Aber so wichtig schienen die Scheren dabei nicht zu sein. Hummer benutzen ihre Scheren zwar auch zur Verteidigung, aber noch wichtiger sind sie bei der Nahrungsaufnahme. Warum braucht der Hummer dafür Scheren? Hummer fressen Seeigel, Seesterne und Muscheln. Die haben eine harte Schale. Die Scheren sind also sowas wie ein Dosenöffner? Ja, aber nur eine von beiden. Die dicke Schere, das ist die Knackschere. Damit knackt er seine Beute auf. Die andere Schere mit den Zähnchen, das ist die Greifschere. Damit hält er seine Beute fest. Das ist ja wie bei euch Menschen. In die eine Hand kommt das Messer, in die andere die Gabel. Aber beim Hummer sind das nicht die Hände, sondern die Beine. Hier kann man die unterschiedlichen Beine deutlich sehen. Die Scheren und die Schreitbeine. Und sieh mal, die ersten zwei Schreitbeine haben auch noch kleine Scheren. Tatsächlich. Und die Paddel da hinten nennt man Schwimmbeine. Aber ein Hummer schwimmt nicht wirklich. Und wie so ein Hummer unter Wasser unterwegs ist, das sehen wir uns mal an. Es ist ein Spazierengehen und hat mit Schwimmen nicht viel zu tun. Das Wandern ist des Hummers Lust. Sehr schnell wird er dabei nicht. Deshalb fängt er selten schwimmende Beute. Tap, tap, tap. Gekonnt folgt ein Bein dem anderen. Der Wandervogel, dieser Hummer, spaziert herum, bis er was Fressbares gefunden hat. Dann greift er sich die Beute mit seiner Greifschere und knackt sie mit der Knackschere. Aber wie bekommt er das Futter in seinen Mund? Die Scheren sind doch viel zu groß. Da kommt er ja gar nicht an den Mund ran. Auch dafür hat der Hummer das passende Werkzeug parat. Pass auf, wir geben ihm mal was zu fressen und du siehst zu. Au ja, super Idee. Der Hummer hat viele kleine Beinchen. Mit denen zieht er das Futter in den Mund. Jedes der Beinchen schiebt und drückt nach Kräften. Das sieht aus wie ein echtes Besteck, mit dem der Hummer den Gaumenschmaus zum Mund führt. Na dann, guten Appetit! Dennis, so ein Hummer ist ja wie ein laufender Werkzeugkoffer. Für alles hat er immer das passende Werkzeug dabei. Aber es gibt ein Werkzeug, von dem ich noch nicht weiß, wofür es ist. Diese komischen Antennen, die Dinger, mit denen er so wedelt. Empfängt er damit die aktuellen Unterwassernachrichten? Nein, das ist es nicht. Die langen Antennen sind Tastorgane. Damit tastet er die nähere Umgebung ab. Und die kurzen? Damit empfängt er chemische Signale. Bitte? Er schmeckt und riecht damit. So findet er zu seiner Beute. Verstehe. Und wahrscheinlich warnen ihn diese feinen Antennen auch vor Gefahren, also seinen Feinden. Sowas braucht ein Hummer eigentlich nicht. Komm mal mit. Yep. Ganz schön hart. Ha. Du, das ist ja wie eine Ritterrüstung.
Der Panzer ist wie ein Skelett, nur dass es außen ist. Es gibt wenig Feinde, die das knacken können. Aber sag mal, wenn so ein Hummer zu viel isst, dick wird und der Panzer nicht mehr passt, was macht er dann? Ganz einfach, er häutet sich. Er kriecht aus seinem Panzer heraus. Darunter hat sich bereits eine neue Haut gebildet, die dann langsam fest und hart wird. Oh, in der Zeit muss er aber aufpassen, dass ihn kein Feind erwischt. Richtig. Die Häutung ist auch aus einem anderen Grund sehr wichtig, denn nur nach der Häutung kann das Weibchen begattet werden. Mit viel Mühe schlüpft die Hummerdame aus ihrem alten Panzerkleid. Zack, es ist soweit, sie ist frei und bereit zur Paarung. Das Männchen klettert auf das Weibchen und befruchtet deren Eier. Die schwarzen Kugeln hier, das sind die Eier. In denen wachsen die Larven heran. Wenn die Larven schlüpfen, sind sie knapp 1 Zentimeter lang. Kuckuck, kleiner Hummer. Nur 1 bis 3 Tiere schaffen es, ein großer Hummer zu werden. Es ist wirklich verrückt, wie aus solchen Winzlingen so stattliche Tiere werden. Die Ritter der Meere. Du aber, eine Frage habe ich noch. Tüftel meint, ihn hätte ein Süßwasserkiller-Hummer angefallen. Sag mal, gibt's sowas? Nein, ganz sicher nicht. Hummer leben nur im salzigen Meer. Was könnte es dann gewesen sein? Ich vermute, es war der hier. Ein Flusskrebs, ein entfernter Verwandter der Hummer. Aber so killermäßig sieht er auch nicht aus. So ein Flusskrebs ist absolut harmlos und tut keiner Fliege was zuleide. Aber er ist ein Zeichen für gute Wasserqualität. Tüftel kann also beruhigt wieder schwimmen gehen. Dennis, du hast mir sehr geholfen. Vielen Dank und tschüss. Bis bald, Olli. Hummer zählen zu den Großkrebsen wie die Languste, der Bärenkrebs oder auch der Flusskrebs. Hummer leben als Einzelgänger in Höhlen, die sie nachts verlassen, um in der Umgebung nach Nahrung zu suchen. Ihre Vorderbeine sind zu kräftigen Scheren ausgebildet. Die kleinere Greifschere hat Zähnchen. Mit ihr hält der Hummer seine Beute. Mit der größeren Knackschere knackt er sie. Der Panzer bietet dem Hummer Schutz vor Feinden. Wird er zu eng, häutet sich der Hummer. Ja. Tüftel, das war kein Süßwasserkiller-Hummer, sondern allenfalls ein, Flusskrebs. Was machst du denn da oben? Im Bad. Ist. Was ist in unserem Bad? Dort treibt eine super Terrorvogelspinne ihr Unwesen. Ich habe sie zum Glück gesehen, bevor sie mich angreifen und mit ihrem Gift zur Strecke bringen konnte. Eine Vogelspinne? Ja, genau. Aber Tüftel, Vogelspinnen kommen nur in Amerika vor. Genauer in Süd- und Mittelamerika. Das glaubst du? Nee, das weiß ich. Dann beweis es mir. Gut, aber. Komm du erst mal runter. Los, hopp! Nein, ich bleib hier oben. Aber sofort! Mensch, du Angsthase, jetzt komm hier runter!